Da ist dieser besondere Fall. Weiß jemand, was das ist? Nö. Na gut. Das ist ja ziemlich idyllisch hier. Und leider kein Banditenlager, so wie ich gedacht hatte. So, jetzt noch das hier. Aber das mache ich wieder kurz auf Kamera. Und wenn es solche kleineren Kämpfe sind, wie Xwarte, Skelette oder so... Oh. Das ist echt ein Zauberwort. Kaum sage ich off-camera, schon kommt irgendein Zwischen-Event, der besonders ist. Hier haben wir jetzt drei, also ein Tasloi, ein Kobold und ein Xwarte. Die sind alle drei nicht aggressiv. Na, schauen wir mal. Hallo, Jungs. Alles okay? Hallo. Ja, hallo. Hallo, ich bin Larry. Das ist mein Bruder. Das sind drei verschiedene Rassen. Na gut, das ist mein Bruder Daryl. Und das ist auch mein Bruder Daryl. Freut uns sehr, euch zu treffen. Larry, Daryl und Daryl? Hey, gebt ihr mir Autogramme? Nee. Warum sollten ein Xwarte, ein Kobold und ein Tasloi umherziehen und sich Larry, Daryl und Daryl nennen? Siehst du, Daryl? Ich hab dir ja gesagt, dass diese Burschen nicht zu unserer Generation gehören. Und weg sind sie. Komische, komische Typen. So, ich pause jetzt nicht mehr. Ich hab die Nase voll. Dann müsst ihr halt, euch halt angucken, wie ich hier... Ah, das ist wohl die Hütte von Larry, Daryl und Daryl. Und sind das Freunde von Larry und Daryl und Daryl? Nee, bestimmt nicht. Au. Oh, zerstörte Hütten. Scheint wohl ein kleines Dorf gewesen zu sein. Hm. Aber man kann hier nirgendwo rein. Und rumliegen tut auch nichts. Sacken wir noch schnell ein. Ah, überladen. So. Nö. Ein verbranntes, zerstörtes Dorf von irgendwelchen kleinen Gestalten. Also wahrscheinlich Kobold oder Tasloi. Oder halt die Xwarte. Hm. Na gut. Dann. Ne, hier oben geht's noch weiter. Larry, Daryl und Daryl. Worauf könnte das eine Anspielung sein? Mir persönlich sagt das nichts. Aber ich glaube, in einem anderen Spiel aus Forgotten Realms habe ich die schon mal gehört. Neverwinter Nights vielleicht. Hm. So, wo treibt ihr euch jetzt rum? Ah, ihr steckt in den Bäumen fest. Okay. Dann nehmen wir euch mal bei der Hand. Da lang. Kommt ihr alle? Ja, im Entenmarsch. Damit ihr euch auch nicht verlauft. Dahin. Und, dahin. Und sehen fest. Ich habe schon in Optionen, die... Achso, ihr könnt da nicht rüber. Doch, da. Ah. Na super. Ja, nee. Das Gebiet können wir da um. Na, vielleicht. Also was ich gerade sagen wollte. Ich habe in den Optionen schon hochgestellt, dass er mehr Berechnungen pro Sekunde macht bei der Wegfindung von den NPCs. Und trotzdem passiert das noch. Das wird sich in Baldur's Gate 2 auch nicht sehr viel ändern. Obwohl die dann ein paar Jahre Zeit hatten, dran zu arbeiten. Aber na gut. Sind trotzdem geniale Spiele, also soll man nicht maulen. Und schön, wir können hier durch. Ist hier noch was auf dem Plateau?
ist. Das Gebiet haben wir jetzt auch durch. Mit ein paar sehr komischen Zufallsbegegnungen. Also diese Larry, Daryl und Daryl und der Dämonenfürst mit seinem Hund. Ah, wir haben schon wieder vergessen, böses Entdecken zu machen bei den drei Typen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber die schienen ja nicht wirklich gefährlich zu sein. Nur ein wenig missverstanden. Genau, das könnte eine Boyband sein. Oder sowas in der Richtung. Na gut, vielleicht finden wir die ja nochmal. Oh, nee, jetzt weiß ich, wo ich die schon gesehen habe. Ja, schön, die werden wir nochmal wieder treffen. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück nach Naschke verkaufen. Keine Zufallsbegegnung, schön, schön. Die Stadt könnten wir auch mal zu Ende erforschen. So viel zu tun, so wenig Zeit. Aha. Das ist wiederum ein Grund, die Stadt nicht zu erforschen, wenn der Typ uns die ganze Zeit verfolgt. Er ist echt nervig. Also wenn er einfach nur sprechen würde und man könnte weiterlaufen, ist ja okay. Aber es kommt jedes Mal diese Sprechblase da unten. So, in die Kaserne sollten wir nicht rein. In die Kirche müssen wir diesmal nicht. Wir waren jetzt aber schon 3 oder 4 Mal da drin. Naja, gut, dass wir keine permanenten Werte hier verlieren, wie im richtigen Pen-and-Paper-Spiel. So, Laden in Naschke. Ja, es ist zwar ziemlich spät. Wie spät haben wir es genau? 23 Uhr. Das war im Mittelalter eine ziemlich späte Zeit. Nicht so wie heute, wo so lange noch ein Penny auf hat. So, rein da. Und verkaufen. Ah ne, erstmal den Pelz abgeben. Das ist wirklich schönes Fell. Bravo, hier habt ihr einen angemessenen Preis. Den sollten wir eigentlich vorher vereinbaren und nicht mir irgendwas in die Hand drücken und sagen, der ist angemessen. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, 500 Goldmünzen. Ja, das ist auf jeden Fall ein angemessener Preis. Und er scheint davon noch mehr haben zu wollen. Zumindest gibt er uns die gleiche Anfrage für einen Pelz schon wieder. Na gut. Wir verkaufen erstmal unsere Sachen. Und wenn wir unterwegs nochmal so einen Wolf finden, töten wir ihn eh und bringen den Pelz hierher. So. Das kann auch alles weg. Weg, weg, weg. Oh, 2400 haben wir bald schon. Das magische Schild plus 1 war 2600, oder? Und da wir jetzt schon mehr Ruf haben, könnte es noch günstiger sein. Dann können wir gleich mal gucken. So, 2493. Wehe, er kostet 2500. 2540. Haben wir irgendwas zum Verkaufen noch? Irgendwelchen Kleinkram? Können ein paar von den Tränken verkaufen. Was haben wir hier? Rüstungsklasse plus 10 für Angriffe mit Schmetterwaffen. Ne, das ist schon praktisch. Was haben wir hier? Ein Gegengift. Ne, das werden wir auch noch brauchen. Widerstand gegen Kälte. Hügelriesenstärke auf jeden Fall behalten. Unsichtbarkeit-Trank ist auch wertvoll. Schnelligkeit-Trank, Heiltrank. Ist das? Ah, die Flasche Wein. Die werden wir wohl auch noch im freundlichen Arm abgeben müssen, weil die eine Zwergin oder Halblingfrau, irgendwas Kleines auf jeden Fall, die wollte ja die Schuhe haben, die tote Spinne und die Flasche Wein. Ach ja, mit auf die Liste. Tun wir gleich mal neben Kylies Dolch. So, wir wollten aber eigentlich was verkaufen. Nee. Na gut, es eilt ja auch nicht mit dem Schild. Ziehen wir erstmal weiter. Außerdem tut es gut, einen kleinen Puffer zu haben. Weil wenn wir jetzt das Schild kaufen würden, dann sterben wieder ein, zwei Leute, hätten wir kein Geld für die Wiederbelebung. Und dann müssten wir das Schild für wesentlich weniger zurückverkaufen und das wäre dann richtig ärgerlich.
Wie wäre es jetzt? Nein. Raus hier. Nein, immer noch nicht. Ich bin versucht, obwohl wir ein guter Charakter sind, ihn trotzdem umzuhauen. Oder mal so kurz und ganz, ganz bisschen anhauen. Vielleicht hört er denn hier von alleine auf. Weil eigentlich tun wir der Menschheit ja was Gutes, wenn wir ihn zum Schweigen bringen. Also nicht umbringen, sondern nur so ein bisschen, ne? Tok, tok. Komm mal her. Speichern kurz ab. Und tocken dich mal kurz an. Wenn du uns das. Na, komm schon. Er kann sich nicht wehren und. Nee, er geht aggressiv. Wie wäre es jetzt? Nein. Ah. Nee, das wollten wir eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ihn ja nur so ein bisschen anhauen, dass er wegläuft. Aber dann werden wir ihn wohl ertragen müssen. So, wohin jetzt? Den Jahrmarkt erforschen? Oder hier oben suchen? Na, so weit weg wird er nicht sein. Na gut, schauen wir mal zum Jahrmarkt. Das dürfte bestimmt interessant werden. Relativ großes Gebiet. Oh, Shahira hat ja Schaden bekommen. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Und wir haben noch das Handauflegen. Na gut, dann schlagen wir mal kurz unser Lager auf, um die Heilzauber zurückzubekommen. So, das sieht doch schon besser aus. Und weiter Marsch. Schade, dass man nicht so Dinge aus der Entfernung sehen kann. Dass er hier so auftaucht. In nordöstliche Richtung, in einiger Entfernung, seht ihr die Zelte von dem Jahrmarkt oder so. Dass man ungefähr weiß, wo man hinlaufen muss. Oh. Oh, oh. Ganz viele Kobolde, so nah am Jahrmarkt. 2, 4, 6, 8. Gut, inzwischen sind sie nicht mehr so die Bedrohung, aber wenn die alle auf einmal auf einen Charakter schießen würden, das wäre schon nicht so toll. Das ist doch heldenhaft. Alle so im Kreis, Schulter an Schulter, kämpfen gegen Horden von Kobolden. Die fliehen und wir laufen hinterher und treffen sie nicht und laufen in Hinterhalt und kommen zurück.